Sie ist neu. Sie sieht schön aus. Ich muss die einfach probieren. Das reicht. Ja, die Emma hat jetzt irgendwie noch gar keinen Ersatz dafür. Und ja, siehe da, Rossmann hat einen Ersatz rausgebracht. Und zwar... Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, wie immer, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich war mit meiner Mama mal wieder einkaufen. Und zwar diesmal bei Rossmann. Und wir haben so viel eingekauft. Es ist schon wieder eigentlich fast beschämend, aber vieles davon möchte ich verschenken und einen Teil möchte ich auch verlosen. Jetzt nicht hier in diesem Video, aber demnächst mal, so kurz vor Weihnachten, wollte ich das machen. Und dafür wollte ich einfach schon ein bisschen was mitnehmen, damit es sich eben auch lohnt. Bla, bla, bla. Und ich fange jetzt hier an mit den interessantesten Sachen und das ist Kosmetik und Gesichtspflege. Gesichtspflege? Habe ich es richtig gesagt? Ich weiß nicht. Na gut, auf jeden Fall. Ja, womit fange ich an? Gesichtspflege. Was ist das? Ach so. Ja, auf jeden Fall haben wir ein paar Mascaras mitgenommen, weil die super interessant aussahen. Und zwar, die hier ist komplett neu, die ist von Rival de Lupiang, Never Seen Before. Die sieht so aus. Total schönes Design, wie ich finde. Und das Bürstchen sieht auch sehr vielversprechend aus. Das ist also so eine Volumen-Mascara, würde ich mal sagen, oder? Volumen-Mascara. Ja, sieht auf jeden Fall total cool aus, ist neu. Und die hier hat mich auch sehr angesprochen, irgendwie vom Design her schon. Und die ist natürlich wasserfest, Maxi Definition. Und irgendwie habe ich heute ein Sprachproblem. Auf jeden Fall hat die ein Silikonbürstchen. Und sieht auch sehr vielversprechend aus. Die habe ich jetzt auch beide zweimal mitgenommen, weil ich die noch an euch verlosen möchte. Aber wie gesagt, in einem anderen Video. Und genau. Meine Mutter hatte sich, glaube ich, auch noch eine Mascara mitgenommen. Genau. Das ist diese hier, die heißt Mega Lash Booster. Ich weiß nicht genau wieso, aber irgendwie waren wir da bei Rival de Lupiang total lange stehen geblieben, weil wir da einfach hängen geblieben waren hier an diesen ganzen Mascaras. Und bei ihr ist jetzt folgendes. Das ist, glaube ich, so ein Swirly Bürstchen. Sieht so aus und auch sehr vielversprechend, finde ich. Da bin ich auch mal gespannt, wie die ihr gefällt. Und vielleicht hole ich mir die dann auch mal. Ist das auch waterproof? Ja, tatsächlich. Sehr interessant. Ihr wisst ja, ich liebe wasserfeste Mascaras. Ja. Und was uns auch total angesprochen hat, ist... Moment. Haben wir den gleichen mitgenommen? Tatsächlich, ja. Die waren auch relativ neu bei Rival de Lupiang. Und das sind so eine Schokoladenlipglosse irgendwie. Und ja... Ich mag eigentlich immer alles total gerne, was braun ist, als ich auch noch ein bisschen hellere Haare hatte. Da habe ich eigentlich auch immer alles, auch Kleidung, fast immer in braun gekauft. Sah manchmal ein bisschen langweilig aus, aber es war immer alles so ein bisschen Ton in Ton und das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt haben wir uns jedenfalls hier die Nummer 02 Toffee Love mitgenommen. Ich swatch hier den einen mal, weil der eine halt meiner ist und der andere gehört meiner Mutter. Und das sieht fast so aus wie alle meine anderen Lipglosse, so ein bisschen bräunlich, nudig, vielleicht ein bisschen brauner, als ich das sonst so kenne. Und der riecht auch ein bisschen nach Schokolade, was mir sehr gut gefällt. Und ja, die waren auch total günstig, also super cool. Ja, und das hier wollte ich mir auch schon eine ganze Weile kaufen. Und ich habe es jetzt endlich gemacht, weil es Prozente gab. Genau, ich bin zweimal mit meiner Mutter bei Rossmann gewesen, falls ich das noch nicht gesagt habe, aber ich glaube schon. Das hier ist jetzt jedenfalls von I Heart Revolution, so ein Blushing Heart in der Farbe Peachy Pink Kisses. Und ihr wisst, ich liebe Revolution einfach schon immer. Seit Anfang an liebe ich Revolution und... Ich kriege das Ding nicht auf. So sieht er jetzt von draußen aus. Und den swatche ich euch natürlich auch noch mal gerne. Von innen sieht er so aus. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ist das wirklich der, den ich mitnehmen wollte? Nee, den meinte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich einen anderen mitnehmen, aber er ist trotzdem super schön. Das ist ja doof, Mann. Ach, Mann. Ja, nächstes Mal muss ich ein bisschen genauer hingucken. Auf jeden Fall habe ich mich super gefreut, dass ich den eigentlich mitgenommen habe. Und der ist trotzdem auch total schön. Das sind alles Schmuckstücke. Also da kann man eigentlich gar keinen falschen kaufen. Aber ich wollte eigentlich einen mitnehmen, der so ein bisschen roségoldfarbener schimmert. Aber ist egal jetzt. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Genau, weiter geht es hier natürlich auch mit Kosmetik. Und zwar hat meine Mama aus dem neuen Catrice-Sortiment sich eine Highlighter-Palette mitgenommen. Das ist die Highlight and Blush Glow Palette Luminize. Die sieht so aus. Auch super schön. Und ja, ich habe so eine ähnliche Farbe schon, deswegen habe ich mir die nicht mitgenommen. Aber meine Mutter hatte die eben noch nicht. Und
Ja, deswegen hat sie die mitgenommen und ich finde das auch total schön. Da ist übrigens auch ein kleiner Spiegel drin, habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen. Genau, meine Mutter hatte übrigens die tolle Idee und ich glaube, das werde ich machen, falls ihr darauf auch Lust habt. Sie hatte mich letztens gefragt, ob ich ihre Schminksammlung nicht mal abdrehen möchte. Also ihre, meine habe ich ja schon mal, aber das ist eigentlich schon bald auch wieder Zeit für eine neue. Und ja, auf jeden Fall dachte ich, dass es auch total interessant wäre, oder meine Mutter dachte das vor allem als erstes, dass ja, ich euch mal ihre Schminksammlung zeige, weil die ist tatsächlich auch nicht von schlechten Eltern. Heißt das so? Und was wir da auch noch gefunden haben, war von Catrice. Ich hatte die eigentlich schon mal gesehen, aber ich hatte bis vor kurzem nicht so viel Lust auf richtige Farbe auf den Nägeln. Ich hatte schon mal so eine Zeit, da habe ich auch ganz viele Nagellackflaschen noch vorne von in meiner Nagellack-Schublade. Gott, bin ich heute wieder verpeilt, Mensch, das tut mir voll leid. Nun gut, auf jeden Fall ist mir jetzt heute dann bei Rossmann diese Farbe hier in die Hände gefallen und in die Augen gefallen. Und das ist von Catrice aus der Gold Edition irgendwie. Diese Farbe hier und ich bin super gespannt, wie die aussehen wird. Also ihr seht schon, das ist überwiegend so, so ein Glitzerlack in Bordeaux-Rot mit Bordeaux-Rotem und goldenen Glitzer drin. Finde ich mega schön. Also ich mag sowieso so warme Töne eigentlich immer total gerne. Muss ich mal gucken, ob ich das auf den Nägeln auch leiden kann. Also wie gesagt, sonst bin ich in letzter Zeit immer eher so unterwegs statt farbig. Ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich dann was Farbiges aufgetragen habe, dann wünsche ich mir immer, dass ich dann doch das hier aufgetragen hätte, weil das einfach auch so, ja, klassisch ist und zu allem passt. Und da muss man dann natürlich ein paar Tage hintereinander irgendwie Kleidung zu haben. Das, ja, bei Weiß geht das sowieso immer, ne? Na gut, auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut, mal wieder Nagellack zu kaufen. So, und das hier sind absolute Empfehlungen von mir. Die benutze ich wirklich sehr gerne für meine Maniküre. Ich wollte euch da demnächst auch nochmal ein richtiges Video zu machen, wie ich das mache, dass der Nagellack sehr schön lange hält und die Nägel stark bleiben und so weiter. Und ja, da benutze ich unter anderem diese Kombi hier. Ihr seht schon, das ist von Manhattan einmal ein Basecoat und ein Topcoat. Den hier kann ich auch noch durch einen von Essence ersetzen, aber der Basecoat ist wirklich Gold wert. Also es ist wirklich super. Der verhindert so ein bisschen, dass der Nagel in mehrere Splitter quasi sich teilt, wenn der ein paar Tage alt ist. Das tut er bei mir nämlich sehr gerne, weil meine Nägel sehr weich sind. Ja, aber der macht das irgendwie so ganz komisch, dass das eine Fläche bleibt, als würden die Verbindungen irgendwie besser gehalten werden. Ich kann das nicht besser beschreiben. Auf jeden Fall, ja, Nachkaufprodukt, super cool, super gut und absolute Empfehlung für kleines, relativ kleines Geld. Ja, und meine Mutter hatte sich hier von EOS einmal, das erste Mal, ich habe mir tatsächlich noch nie einen EOS gekauft, diesen hier mitgenommen, der heißt Coconut Milk und der sieht so süß aus. Es war leider der letzte, sonst hätte ich ihn mir auch mitgenommen. Aber, ja, ach, der sieht doch einfach, guck doch mal, das ist so ein richtiges Mädchending. Hätte ich eigentlich mitnehmen müssen, aber wie gesagt, das war der letzte, ist jetzt aber nicht weiter schlimm. So, und ich hatte euch ja im letzten, war das der DM-Haul? Ja, da hatte ich euch ja quasi gezeigt, was mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt hatte. Und da war unter anderem eine von diesen Masken bei. Die gehen jetzt raus bei Rossmann. Also falls ihr die noch haben wollt, vielleicht habt ihr noch Glück. Aber ich hatte jetzt auch nur, das waren die letzten tatsächlich, ne? Die waren reduziert und das ist hier jetzt die Tuchmaske Botanical mit Chiasamen und Brokkoli. Genau. Davon hatte ich nämlich eine Geschenk gekriegt von meiner Freundin. Die hatte ich benutzt und die ist super cool gewesen. Also richtig gut. Obwohl Brokkoli ja auch so ein bisschen, naja. Aber es war super gut auf jeden Fall. Und deswegen war ich froh, dass ich davon noch die drei letzten mitnehmen konnte. Die bringen ja zum Glück immer wieder irgendwelche neuen Special Editions raus. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich die nicht für immer nachkaufen kann. Aber die letzten drei wollte ich mir halt noch einmal sichern. Und deswegen kamen die mit. Ja, und auch die beiden hier durften mit. Ich glaube, die waren leider gar nicht im Angebot. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Sonst kaufe ich die eigentlich immer im Angebot. Aber diese Maske ist sowieso total toll. Die habe ich das erste Mal bei Alida gesehen, bei Family for Life, dem Kanal. Wie immer verlinke ich euch den. Ich habe ihn euch auch schon so oft empfohlen und verlinkt und so weiter. Und da habe ich, meine ich, auch die hier gesehen, dass es die jetzt neu gibt. Das ist die Hydra Bomb Tuchmaske Nacht. Ob ich die wirklich über Nacht drauf lasse? Wahrscheinlich nicht. Ich mag sowas eigentlich nicht so gerne, weil ich mich einfach auch viel zu viel bewege nachts. Aber sie ist neu. Sie sieht schön aus. Ich muss die einfach probieren. Das reicht. Sucht dies halt, ne? Genau. Ach, hier habe ich noch etwas mitgenommen. Das geht bei Rossmann aus dem Sortiment. Das ist von Neutrogena. Diese Pottmaske hier, Ageless Boost, habe ich da mitgenommen. Davon hatte ich schon einmal die blaue irgendwie. Die war jetzt nur für Feuchtigkeit, meine ich. Und ja, da hatte mir, meine ich, einer von euch sogar empfohlen, für die Trockenheitsfältchen unterm Auge das dick aufzutragen. Also die andere Sorte, meine ich, war das. Aber ich wollte jetzt halt die nochmal ausprobieren, bevor die gänzlich weg ist. Ja, die jedenfalls dick unter den Augen aufzutragen. Nun gut, ich hoffe, ich gucke jetzt hier nicht die ganze Zeit so komisch in die Kamera, weil das Licht ist so hell und ich habe den Eindruck, ich mache die Augen die ganze Zeit so ein bisschen zu. Ja, nun gut, auf jeden Fall durfte das auch mit.
Und dann hatten sie da, nur ganz kurz ein paar Lebensmittel hier, aber es geht auch gleich mit noch interessanteren Sachen weiter. Und zwar habe ich die hier einmal meinem Sohn mitgebracht. Ja, auf jeden Fall sah die total schön aus, eben mit Vollmilchschokolade und innen mit weißer Schokolade, einfach ein bisschen weihnachtlich. Genau, und dann habe ich noch zwei von diesen Packungen hier mitgenommen und eine im Kleinen, weil ich das einfach gerne mal Leuten in die Hand drücke, die mir irgendwie helfen oder mir einen Gefallen tun oder so. Und dann finde ich, ist das immer eine super schöne Geste. Die haben ja jetzt auch die Verpackungen verändert, das finde ich auch mal ganz nett. Also die anderen fand ich eigentlich auch immer schön. Aber ja, mal ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht, ne? Und für meinen Mann, der liebt die total, das sind hier die Marmortaler von NRBio. Die sind nämlich mit Dinkelmehl und Kakao und die schmecken super lecker. Oh Gott, ja. Also Essen geht immer. Ganz besonders Süßigkeiten bei mir geht immer. Genau, die hat sich meine Mama mitgenommen, diese Dresdner Krönchen. Und eigentlich mochte ich die immer nicht so gerne, aber sie hat mir letztens mal einen abgegeben und ich kann schon verstehen, warum sie die total gerne mag. Also wenn ich von den Dingern abbeiße, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man mit dem Fingernagel über eine Tafel kratzt oder so. Also so ein bisschen gänsehautmäßig, so ein bisschen eklig. Naja, so, und das hier fand ich auch sehr schön, das habe ich für einen Adventskalender mitgenommen. Und das sind so eine Aufkleber, natürlich mehrere. Ich finde die Seite hier sogar ein bisschen schöner. Und ja, das fand ich sehr schön, dass es das da jetzt gibt bei Rossmann. Eben für Leute, die sich einen Adventskalender selber basteln möchten. Ja, das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Ach Mensch, hier ist auch noch ein bisschen was aus der Kosmetikreihe. Und zwar gingen die da auch aus dem Sortiment und die waren da jetzt eigentlich schon ganz oft, als ich da war. Aber irgendwie haben die mich immer gar nicht so angelacht. Das sind hier Lab 2. Irgendwelche Pinsel von irgendeiner Marke, keine Ahnung, waren eigentlich saumäßig teuer. Wir haben die jetzt wirklich für einen richtig, richtig günstigen Preis mitgenommen. Einen für meine Mama, einen für mich. Und ich packe den mal kurz aus, dann könnt ihr den ganz genau mal sehen. Sah einfach interessant aus und ich weiß nicht, fand die sonst nicht interessant, aber als meine Mama diese hochgehalten hat, dachte ich so, ja, das könnte funktionieren, könnte gut sein, ja. Ja, die sind aber richtig weich. Also es ist so ein bisschen hier so ein Griff wie bei einer Nagelbürste oder wie bei so einem, wie heißen die hier, die Tangle-Teaser. Also, dass man so ein bisschen was in der Hand hat. Ja, und dann damit so ein bisschen verblenden. Hier so Kontur auftragen. Also, ich glaube, ich habe selten so einen weichen Pinsel in der Hand gehabt. Also, es ist wirklich wie so ein... Das ist krass. Und es sind vegane Pinsel. Also, da ist nichts mit Tier dran. Ich wollte gerade nochmal nachgucken, weil das Zeug so weich ist, dass ich dachte so, das kann doch nicht... Das muss doch vom Tier sein. Aber nein, die sind vegan. Schön. Ja, freue ich mich sehr drüber. Hier der Griff, der sieht auch sehr edel aus tatsächlich. Also das ist jetzt nicht einfach nur so schwarzes Plastik. Das ist schon richtig, richtig hart. Richtig schwer. Ja, auf jeden Fall voll cool. Mega. Genau, meine Mutter hatte hier auch noch die entdeckt. Und die hätte ich mir theoretisch eigentlich auch mal mitnehmen sollen. Aber irgendwie haben die mich da irgendwie kalt gelassen. Ich weiß auch nicht. Da sind hier diese kleinen flexible Körbe sind es. Ach Gott, heute ist echt nicht mein Tag. Na gut, auf jeden Fall. Sehr schöne Körbe, finde ich. Hat sie sich da mitgenommen und da packe ich auch gleich mal direkt ihre Sachen rein, damit sie die endlich wieder haben kann, die arme Dame. Die wartet sowieso immer so lange, bis ich abgefilmt habe. Ja, da bin ich meiner lieben Mama auch immer super dankbar, dass sie mir ihren Kram immer noch mit zur Verfügung stellt, dass ich das nochmal mit zeigen kann, weil ich euch sonst einfach nur die Hälfte zeigen könnte. Ja. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und worüber ich mich so richtig gefreut habe... Das ist so toll. Also ich habe euch ja letztens im DM-Haul erzählt, dass mein Lieblingspeeling leider aus dem Sortiment geht. Und ja, DM hat jetzt irgendwie noch gar keinen Ersatz dafür. Und ja, siehe da, Rossmann hat einen Ersatz rausgebracht. Und zwar Isana Salzöl-Peeling, totes Meersalz. Also heißt eigentlich fast genauso wie das andere. Aber das hier ist mit Macadamiaöl und Kokosextrakt. Das wird mir sehr zusagen. Das ist jetzt natürlich verschweißt. Ich werde aber einmal reinriechen. Ihr seht jetzt hier auch schon, das ist recht grobes Zeug zum Glück. Aber auch ordentlich Öl drauf. Also es ist wirklich genauso quasi wie das von Balea. Oh, das riecht, Alter, das riecht richtig gut. Also wer auf Kokos steht, der braucht das. Der braucht das ganz dringend. Also, obwohl ich es ein bisschen komisch finde, wenn man das jetzt hier so sieht, hat man den Eindruck, das muss frisch riechen. Aber es riecht nach Kokos, Vanille ist es, aber genau mein Geschmack. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Ich hoffe, ich kriege davon keine Pickel. Mega toll. Mega, mega, mega toll. So, und auch das hier habe ich zum Verschenken mitgenommen, weil ich die Botschaft da drauf einfach total schön finde. Das ist eine Handcreme und da steht drauf, du bist so schön, mit vanillig-exotischem Duft. Und die lasse ich jetzt dann natürlich auch zu, damit die einfach neuwertig ist, ne? Aber das finde ich einfach schön, wenn man sowas verschenken möchte. Klar, es kommt immer drauf an, wen man beschenken möchte. Bei manchen ist das natürlich eine Nachricht, die ein bisschen zu viel ist, sag ich mal, wenn man sich jetzt nicht ganz so nahe steht, aber...
ja, manchen steht man natürlich trotzdem nah. So, und dann haben wir uns hier beide zum Ausprobieren die Isana Reinigungstücher einmal mitgenommen. Ich nehme die ganz gerne oder wir nehmen die ganz gerne für unterwegs einfach zum Händereinigen. Da hat meine Mama, glaube ich, die hier mitgenommen, die 3-in-1 Hydro-Reinigungstücher. Die hat sie da auch direkt einmal aufgemacht, weil sie beim Concealer, glaube ich, oder beim Glitzerzeug irgendwie ein bisschen was ausprobiert hatte. Und da sind ja immer nur so trockene Taschentücher. Und ich habe mir die hier einmal mitgenommen. Und ja, wahrscheinlich kann ich da jetzt nicht großartig was zu sagen, ohne... Ja, ich meine, ich benutze die ja nicht wirklich fürs Gesicht. Das ist das Problem. Ja, aber für die Hände wird es schon gehen. Das hier ist ein Nachkaufprodukt. Ich habe das selber auch in Gebrauch. Die Männerfrische von Hydrofugal benutze ich immer im Sommer. Ist das Einzige, was bei mir frisch hält, bisher jedenfalls. Ich habe auch schon Rexona Maximum Protection probiert. Das hält auch ganz gut, aber ich mag die Konsistenz überhaupt nicht. Und ich habe den Eindruck, je länger ich das benutze, desto weniger wirkt es irgendwie. Gott, also heute bin ich mega anstrengend. Es tut mir mega leid. Aber ich kann das leider nur heute abdrehen. Das ist das Problem. Und draußen macht einer Krach und da hinten macht einer Krach. Und was soll ich machen? Naja, auf jeden Fall hat meine Mutter das hier nochmal für meinen Bruder mitgenommen, weil der das auch total gerne mag. Und ja, eine neue Klobürste. Muss man da noch was zu sagen? Eine neue Klobürste. Und die hier ging aus dem Sortiment, die hat sich meine Mutter mitgenommen und ich hätte sie mir eigentlich auch mitnehmen müssen, aber waren die letzten beiden und ich wollte sie da auch einfach nicht haben, also Pech gehabt. Das sind, ich meine, für 1 Euro hat sie die gekriegt, so eine Kosmetik-Aufbewahrungssachen und den, ja, die braucht sie auf jeden Fall für ihren Schminktisch. So, und das ist mir persönlich immer sehr wichtig, das im Haus zu haben, sowohl beim Putzen, also ich muss das jetzt nicht immer beim Putzen unbedingt tragen, es sei denn, ich benutze richtig ätzende Reinigungsmittel oder ich mache die Toilette, dann benutze ich die sehr gerne, die Handschuhe und man braucht die auch zum Haare färben, zum Lebensmittel vorbereiten und so weiter, manchmal eben auch und ja. Die kaufe ich eigentlich immer wieder nach. Man kann auch gut die von Action kaufen, aber die hier mag ich eigentlich am liebsten. Ja. Und meine Mutter, die haben wir übrigens übelst lange gesucht, weil sie das irgendwie ständig umstellen bei uns, diese Medizinabteilung da. Das sind Omega 3, 6 und 9 Kapseln. Die benutzt sie für ihre Hunde. Also die kriegen die halt einfach mit zum Fressen. Sehr gesund, sehr gut fürs Fell. Und keine Ahnung, wofür das sonst noch gut ist, aber es ist sehr gesund. Die habe ich eigentlich erst kürzlich schon einmal gekauft, aber ich musste sie jetzt leider nochmal kaufen, weil als ich die Verpackung öffnen wollte, also dieses Zweierding öffnen wollte, habe ich Ich habe einen Schraubenzieher genommen, um hier hinten so ein bisschen die Verpackung aufzukratzen, weil das ja manchmal schwer ist, die Pappe von dem Kunststoffding hier zu lösen. Und dabei habe ich dann mit dem Schraubenzieher in eine der Flaschen reingedrückt. Und das habe ich dann natürlich erst sehr viel später gemerkt, als ich das ganze Zeug schon auf der Hand hatte. Und dann habe ich es geschafft, mir meinen eigenen Fingernagel an der Haut festzukleben, auf beiden Seiten. Und ja, das dauerte dann ein bisschen, bis ich es gelöst habe. Ja. Ich habe immer noch Reste davon unterm Fingernagel. Aber macht nichts. Jedenfalls mussten deswegen neue Verpackungen davon mit, weil sowas braucht man immer. Ja, und dann habe ich eine ganze Menge Geschenkpapier mitgenommen. Ich habe eigentlich Massengeschenkpapier, aber irgendwie nie das Richtige für den Anlass, den ich gerade habe. Und deswegen habe ich da jetzt die noch mitgenommen. Ich finde die ganz nett. Auf jeden Fall schöner als das, was ich gerade habe und passender, aber das haben sie schon mal schöner hingekriegt, muss ich sagen. Dann habe ich hier nochmal von Isana 2 Badezusätze mitgenommen. Das ist einmal Badepuder, Milchtraum mit Kokos- und Vanilleduft. Und dann nochmal Goldtraum mit floralem Duft und Marulaöl. Sieht beides super edel aus, finde ich. Also wirklich sehr schick. Und die möchte doch jeder benutzen, oder? Nein? Doch? Nein? Also ich schon. Und das habe ich total vergessen. Das ist von Isana eine Neuheit. Festes Shampoo und das ist mit Kokos-Mango-Duft. Ich persönlich mag den Duft unheimlich gerne. Erinnert mich ein bisschen an Cocktail. Und das wollte ich natürlich auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich schon das von Foamy hatte und eins von Badefee. Und das von Badefee ist übrigens ein bisschen besser als das von Foamy. Ja, aber ich wollte mich natürlich weiterhin da so ein bisschen durchtesten, weil ich es einfach mega interessant finde. Ja, und wenn es gut ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bleibe dabei, aber ich wäre schon sehr beruhigt, wenn sich sowas lohnen würde. Genau, vielleicht hole ich mir dann tatsächlich auch nochmal so ein Netz, was ihr mir alle empfohlen habt, damit das besser aufschäumt. Ja, aber ich gucke mir das dann nochmal an. Könnt euch das jetzt auch einfach mal zeigen, ne? Sieht einfach ganz normal aus, wie so ein ganz normales Stück Seife. Ist ein bisschen zu hell, ne? Ja, dann habe ich noch 4 Packungen von dieser Kaufmanns Haut- und Kindercreme mitgenommen. Früher habe ich immer das, das Produkt im Tiegel gekauft, aber ich finde es so sehr viel praktischer, wenn es auch in der Grammzahl deutlich teurer ist, aber man benutzt es einfach öfter, weil man schneller rankommt und weil es auch sehr viel hygienischer ist tatsächlich und deswegen, ja,
Viermal, absolute Empfehlung von mir für den Winter, für die Nase, für den Mund, für alles. Oh, mein Akku ist gleich leer. Das ist scheiße. Und dann habe ich mir nochmal, weil es recht günstig war, dieses Haarparfüm hier mitgenommen. Das riecht sowieso mega gut und das wollte ich mir einfach noch einmal hinstellen. Finde ich total schön. Und das hier, das war einfach so süß. Schaut nur, das ist ein neues Duschgel von Nivea. Baby, it's cold outside. Und mit dem kleinen Pinguin da unten drauf. Ich weiß nicht, sonst bin ich immer gar nicht so der Typ für Kinderdesigns, aber war ja klar. Das riecht so ein bisschen nach Kakao. Ich hätte jetzt gesagt nach Orange. Ja, vielleicht beides gemischt. Auf jeden Fall finde ich es super süß und ja, ist doch süß. Einfach schön. Ja, und dann nochmal recht unspektakulär, habe ich auch schon x-mal nachgekauft hier, aber die gehen bei uns eben auch regelmäßig kaputt. Das sind einfach solche Aromaklemmen und die kann jeder gebrauchen für Chips, für alle möglichen anderen Lebensmittel und es macht einfach Spaß, sein Lebensmittel auf mit frisch zu halten oder auch nicht. Und das hier ging aus dem Sortiment, das habe ich nochmal meinem Bruder, nein, nicht meinem Bruder mitgenommen, sondern meinem Mann. Und vielleicht möchte mein Sohn das ja auch benutzen. Ich weiß es noch nicht. Ich stehe die ganze Zeit. Oh, mega chaotisch heute. Und dann hat meine Mutter noch das hier mitgenommen. Das ist ein extra breiter Kleidersack und der war reduziert auf 2 Euro. Und ich finde dieses Design auch mega schön. Ich hätte es mir eigentlich auch mitnehmen können, aber ich habe irgendwie nicht wirklich was, was ich da reinpacken müsste. So, und dann habe ich noch ein bisschen Gesichtspflege für mich mitgenommen. Da bin ich im Moment so ein bisschen am Suchen. So ein bisschen am Suchen, was für mich das Richtige ist. Und zwar habe ich hier einmal nachgekauft. Das habt ihr letztes Jahr schon einmal bei mir gesehen. Und ich glaube, das ist jetzt meine dritte Packung. Ich liebe es einfach. Es ist für alles so toll, wo man einfach ein bisschen zu trocken ist. Oder wo man auch, ja, so beanspruchte Haut hat. Ganz besonders gerne nehme ich sie tatsächlich auch für die Hände. Sie ist. Also es ist ein Serum von Isana Med, Akutpflegeserum mit 5% Urea, war auch in meinen Favoriten drin, meine ich. Und ja, das sieht so aus. Das kommt eigentlich noch in einer Pappverpackung. Also das habe ich jetzt aber schon weggeschmissen, weil ich sie jetzt schon ein bisschen in Gebrauch habe, also ein paar Tage. Deswegen, ja, musste ich nicht aufheben. Auf jeden Fall, das ist einfach eins der besten Produkte überhaupt, finde ich. Ja. Und das werde ich auch immer wieder nachkaufen, solange es das gibt. Und ich hoffe, das gibt es noch lange. Genau. Und was wir da auch noch entdeckt haben, hatte ich mit meiner Schwester zusammen entdeckt. Da waren einmal diese beiden Pflegen neu. Waren beide neu? Oder war nur eins neu? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich hier einmal noch das mitgenommen. Und die kamen auch beide noch in einer Umverpackung. Das hier ist jetzt so ein Hydro-Feuchtigkeits... Also es ist nicht wirklich eine Creme, es ist mehr wie so ein Fluid. Also sehr... Dadurch, dass das so flüssig ist, kann man es tatsächlich direkt nach der Reinigung drauf machen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich brauche danach aber tatsächlich noch etwas, weil es sonst ein bisschen zu wenig ist. Und da benutze ich dann halt ganz gerne dieses Serum von Urea Isana Med. Genau, und was wir aber noch mitgenommen haben, und das war, weiß ich nicht, ob das neu war oder das andere. Auf jeden Fall hatte uns das hier auch noch angesprochen, das hat sich meine Schwester eben auch beides mitgenommen. Das ist jetzt so eine Feuchtigkeitscreme, ultrasensitiv. Ist ganz okay, habe ich mich noch nicht so doll jetzt mit auseinandergesetzt, aber bisher, ja, waren die anderen beiden so in der Kombination eben so gut, dass ich die hier noch nicht so testen wollte. Nun gut, ja, auf jeden Fall... Das war's fast, aber hier sind noch einmal Breckis und einmal Wasserbomben, weil die aus dem Sortiment gingen, weil ja Sommer ja jetzt vorbei ist. Ach ihr Lieben, also ich bin fertig für heute und man merkt es auch an einer Aussprache. Ich lasse einfach irgendwelche Buchstaben weg, ich weiß nicht. Es ist mega anstrengend zu sprechen heute und ich hoffe, es war für euch nicht zu anstrengend, mir zuzuhören. Ich hoffe, es ist beim nächsten Mal besser und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also es hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Nein. Bruh. Scheiße. Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Nach Schokolade schmeckt es nicht. Dafür mache, dass mein Nagellack sehr lange hält. Nun gut. Hier, was steht hier? Stärke. Smoothness. Shine. Moisture. Protection. So, und was ich unter anderem auch noch... Nein. Und auch diese beiden Nagellack... Nein. Ja. Nun gut, auf jeden Fall durfte das auch mit. Allerdings geht es mir so dabei, dass ich... Ach Mann.
Ja, so sieht das aus. Ja. Muss man da noch was zu sagen? Und da kommt nichts dazwischen. Dazwischen. Oh, wir sind von DM. Und dann habe ich hier noch von Isana zwei Badesätze. Zwei Badezusätze. Oh Gott, das ist echt ätzend. Kleinen Moment. Flüssig tatsächlich, wenn man es aufträgt, hat man auch eher das Gefühl, es ist Wasser. Oh Gott! Also hier ist echt nicht gut zu filmen, ne?